Marcel André Casasole-Merkle ist Spieleentwickler und er hat ein Online-Spiel entwickelt, wo man Stuttgart 21 oder den Berliner Flughafen bauen muss oder auch die Elbphilharmonie. Was ist die Grundidee hinter diesem Spiel? Ja, das Ganze heißt Mein kleines Großbauprojekt und die Grundidee ist tatsächlich, das von Grund auf zu bauen. Man hat so Bauklötze, wie man das von Tetris kennt und muss die richtig zusammenpuzzeln, an die richtige Stelle bringen, um eben diese Gebäude aufzubauen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie viel Zeit muss man mitbringen? Was passiert innerhalb dieser Zeit? Ja, ein paar Minuten sollte man haben. Ich versuche eben, die Blöcke an die richtigen Stellen zu bringen und zwischendurch gibt es dann immer Probleme, wie es eben bei Großbauprojekten mal so ist. Dann ist die Brandschutzverordnung im Weg, der Rauch muss richtig abgeleitet werden. Ja, oder es kann auch passieren, dass die Statik nicht ganz richtig berechnet wurde und der Spieler muss die dann selber neu berechnen. Einfach mittendrin im Spiel. Aber es ist zu schaffen. Es ist auf jeden Fall zu schaffen. Das einzige Ding an der Sache ist, wenn ich zu lange brauche, dann explodieren die Kosten. Also der Witz ist, man kann jederzeit den Eröffnungstermin nach hinten verschieben. Allerdings kommt das nicht so gut, weil je mehr ich nach hinten verschiebe, umso mehr muss ich auch bezahlen. Das heißt, der Ehrgeiz wird geweckt, auch das Großbauprojekt besser zu machen. Und die Spieler haben den großen Vorteil, dass sie es öfter probieren können. Das geht ja im richtigen Leben leider nicht. Da hat man nur eine Chance. Was braucht man technisch? Wie kommt man an das Spiel ran? Also es läuft auf allen modernen Browsern, also auf dem ganz normalen Laptop oder dem Heimcomputer. Es geht aber auch online, übers Handy oder übers Tablet. Magst du noch erzählen, wie es zu diesem Spiel kam? Was ist die Idee dahinter gewesen, das Making-of quasi? Ja, wir haben uns zusammengesetzt und uns überlegt, wie kann man denn politische Bildung auch mal spielerisch vermitteln und die Großbauprojekte sind einfach immer noch ein großes Thema und ja, ich meine, die Idee war schon, die Leute mal so in diese Lage zu versetzen, die Seiten zu wechseln, mal selber an den Hebel zu kommen. Wir kennen das vom Fußball, wo die Leute auf der Couch sitzen und der bessere Trainer sind. Wenn sie das aber selber machen müssen, sind sie es vielleicht nicht mehr. Und ja, so dieses Verständnis, mal beide Seiten zu sehen, und, das finde ich immer sehr spannend. Marcel, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Okay.